Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlengrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge werden wir hier das Feld 20 erstmal fertig machen. Also ich habe hier auch ein paar Mal den Helfer mit eingesetzt, so dass ich auf unseren Hof auch noch ein bisschen was erledigen konnte. Und jetzt hier das letzte Stückchen, das werden wir selber machen. Und ich habe mir noch was überlegt. Und zwar werden wir uns auch noch ein Feld jetzt kaufen. Und zwar das Feld 22. Das kostet zwar 107.000, aber wir müssen irgendwie anfangen. Und ich werde jetzt das Feld 22 kaufen. Da drauf ist Gerste. Und ich dachte mir so, es muss sich ja auch lohnen, wenn wir uns den Mähdrescher quasi mieten, dass wir wenigstens zwei Felder haben, denn für so einen stolzen Preis von über 7.000 Euro, dann muss sich das Ganze natürlich auch lohnen. Gut, wir machen jetzt hier erstmal weiter mit unserem Feld 20 und werden hier das jetzt quasi beenden. Somit haben wir jetzt unseres Feld 20 erstmal fertig. Und auf dem Feld 22, da wächst noch Gerste. Also das können wir dann auch noch dann später, wenn das Feld 20 ist, soweit fertig ist, auch gleich ernten. Und da bin ich auch mal gespannt, was wir da so rausbekommen. Wieso die Kurse dann sind, wenn wir das Ganze abgeerntet haben. So, ich habe auch festgestellt, der Lindner hier hat echt seine Probleme hier mit unserer Saatmaschine. Kommt hier meistens gar nicht so richtig rum. Wir sehen es gerade. Also dafür ist er jedenfalls nicht so ausgestattet, finde ich. Aber momentan haben wir ja nichts anderes. Also müssen wir uns hier erstmal ein bisschen rumquälen. Quasi. Wir sehen ja schon, ja, irgendwie kommt er hier nicht so ganz klar mit der ganzen Lenkung. So. Kommen wir nochmal hierher. Und jetzt werden wir hier den letzten Streifen noch fertig machen. Dann haben wir jetzt erstmal unseres Feld 20 fertig. Und ich bin dann echt gespannt, was wir hier so verdienen. Ja, irgendwie ist das hier nicht so ganz richtig kompatibel, das Ganze hier. Ich weiß auch nicht, was der hier so für Probleme hat. Aber manchmal, wie ihr das ja schon eben gesehen habt, kommt er gar nicht klar. So. Dann hätten wir das hier erledigt. Und schalten hier gleich alles aus. Und können jetzt zurückfahren auf unseren Hof. Und schauen da nochmal, was wir da noch so alles erledigen können. Übrigens, die zwei Paletten Dünger und die zwei Paletten Saatgut, das hat auf jeden Fall gereicht für das ganze Feld hier. Na, jetzt komme ich auch nicht mal hier rum. Ne. Also mit der Lenkung hier scheint es übelst Probleme zu geben. Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, das hat alles gereicht. Also da musste ich jetzt nicht nochmal losfahren und musste nochmal was kaufen. Gehen wir auch mal in die Innenansicht. Also da haben wir sogar noch ein bisschen was übrig für das nächste Mal. Also ich habe ja so gerechnet, dass ich da zweimal zum Händler nochmal fahren muss und das Ganze nochmal aufladen muss. Aber es hat gereicht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht. So, da sehen wir auch schon wieder, der Zug ist hier wieder unterwegs. Und können wir auch gleich weiterfahren. Ja, da werden wir noch ein bisschen Butter herstellen.
Das ist ja momentan so das Einzigste, was wir hier so machen können auf unserem Hof. Und wir werden mal schauen, wie weit die Wolle schon wieder ist. Ich glaube, eine Palette hat erst angefangen. Also die dürfte, glaube ich, auch noch gar nicht richtig voll sein. So. Machen wir einmal hier rein. Und stellen uns erstmal hier hin. So, muss ich da mal schauen, wo wir unsere Sämaschine dann hinstellen. Wir haben ja hier noch genügend Platz, um hier unsere ganzen Geräte unterzustellen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Werden wir mal hier ein bisschen schneller. Schauen mal, wie weit das hier schon ist. Ja, hat erst angefangen. Also das Ganze dauert natürlich auch noch ein bisschen, bevor wir da wieder ordentlich Wolle verkaufen können. Ansonsten können wir ja hier drüben nochmal gucken. Ich musste übrigens auch ein Big Bags kaufen, Weizen für unsere Hühner, da wir ja hier keinen Weizen mehr haben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter. Wir werden hier ein bisschen Butter mal wieder herstellen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so alles dann später mal verkaufen können. Momentan haben wir ja einen sehr kleinen Kontostand von 21.288. Aber ich hoffe, meine Entscheidung war richtig, hier noch ein zweites Feld zu kaufen. So, haben wir das Ganze auch wieder voll. Und dann stärkt man hier wieder aus. Schalten hier die Buttermaschine gleich wieder ein. Und dann kann das Ganze hier auch gleich weitergehen. Ich habe euch ja noch gesagt in der letzten Folge, dass wir uns ja noch einen Düngerstreuer kaufen müssen für unsere Felder. Und da ist mir eigentlich so eine Idee eingefallen. Wir haben ja hier auch Mist. Also könnten wir uns ja rein theoretisch ja auch einen Miststreuer kaufen und würden dann quasi den Dünger, den wir extra kaufen müssen, immer eigentlich sparen. Können wir hier unseren Mist auf die Felder bringen und das sollte eigentlich auch ganz gut klappen. Wenn ihr da natürlich irgendwelche anderen Ideen habt, dann schreibt das Ganze doch mal in die Kommentare und ich schaue mir das Ganze dann einfach mal an. Momentan finde ich das als sehr logisch, weil was wollen wir denn hier sonst mit dem Mist hier machen? Und daher bietet sich das, denke ich doch mal, mit dem Miststreuer ganz gut an. Gut, und ich würde sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.